Oh. Scheiße. Ja, jetzt ist höchste Zeit, mir ein iPhone zu holen. Jawohl. Guten Tag, Leute. Wir sind momentan in Phuket und heute machen wir so eine City-Tour, richtig schön Touri-mäßig. Wir sind jetzt beim Big Buddha. Hier in Phuket haben wir das festgestellt, gibt es halt überall in jeder Ecke Elefantenattraktionen. Viele buchen, also kommen ja auch nach Thailand, um irgendwie Elephant-Tracking und so einen Scheiß zu machen. Bitte macht, bevor ihr irgendwelche Sachen mit Tieren macht, also Tierattraktionen, informiert euch vorher bitte immer darüber oder denkt darüber nach, wie es den Tieren wohl geht, weil ich finde das gerade so schrecklich zu sehen. Und Elefanten sind einfach nicht dafür ausgerichtet oder die Wirbelsäule ist nicht dafür ausgerichtet, dass man darauf sitzt und denkt zweimal nach, ob ihr da wirklich das unterstützen wollt, indem ihr dafür Geld ausgibt. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, aber der Elefant ist da festgekettet und der steht da gerade mit dem Fuß drauf und davor die ganze Zeit versucht, irgendwie loszugehen und er kommt einfach nicht, weil er festgekettet ist und er steht halt den ganzen Tag. Hier. Und die Elefanten müssen halt auch bestimmt mehr als 12 Stunden am Tag laufen. So, wir sind jetzt bei den Charong-Tempeln, falls ich das richtig ausspreche. Ich habe den Typen aber nicht so ganz verstanden. Auf jeden Fall gibt es da einen Tempel, da einen Tempel und da einen Tempel. Und es ist so witzig, weil ich, glaube ich, ein Video von Paola gesehen habe und die war an genau den gleichen Orten. Gar nicht laut oder so. Voll witzig, das habe ich alles schon in Paolas, Paolas Video gesehen. So schön einfach. Guten Morgen, Leute. Jetzt sind wir auf jeden Fall gerade auf dem Weg zum Frühstück, beziehungsweise uns irgendwo Frühstück zu holen. Und es ist so schön hier, ich will hier gar nicht weg. Leute, schau mal, wie schön. Wir sitzen jetzt in einem kleinen Lokal hier, direkt am Meer. Schaut mal, hübsch, oder? Und warten jetzt auf unser Frühstück. Schau mal, hier ist es doch mega chillig. Das sind solche kleinen Kuhlen und die haben die Teppiche draufgelegt. Dann kann man sich da halt abends so reinsetzen und irgendwas trinken und einfach reden und so. Finde ich mega entspannt. Damals. Guten Morgen, Leute. Es ist so warm. Heute geht nirgends auf der Insel Koh Lanta der Strom und Wasser geht auch nicht. Auf jeden Fall warten wir gerade auf unseren Transport, weil wir heute zur Kochschule fahren. Ja, yeah, kochen! Yeah. Gerade ein paar Cocktails, aber ich habe hier Pina Colada.
Leute, ich bin gerade am Strand und Sophie und ich haben ganz erwachsen eine Sandburg gebaut. Frag mich, wir haben das auch nur mit den Händen gemacht, ne? Deswegen sieht das so scheiße aus. Aber wieso hat man als Kind immer so geile Sandburgen bekommen? Auf jeden Fall haben wir hier so den ersten Ritterturm. Dann den zweiten Ritterturm, sind natürlich so durch so einen Graben verbunden. Hier ist die coole Mauer, die einen vor den Angriffen schützt. Und dann ist hier dieser endlos lange Kanal zum Wasser. Und dann haben wir hier einen See, wo kein Wasser drin ist. Und dann noch ein bisschen weiter so. Und dann kommt da das Meer. Auf jeden Fall hat es voll Spaß gemacht. Leute, unsere Sandburg ist jetzt schon den ganzen Tag hier. Und keiner hat sie kaputt gemacht. Und dann kommt das hier. Schau mal, wie schön der Sonnenuntergang gerade ist. Ist einfach so schön. Heute ist übrigens unser letzter Abend hier. Morgen geht es nach Kulipe in den Süden weiter. Hallo, was ist unsere Beziehung? Das ist unsere Beziehung gar nicht ernst. Dann guck mal, wer mich besucht hat. Wir sind gerade direkt am Wasser. Voll süß. Und jetzt schaue ich mal, ob die Sonne hier aufgeht. Schön. So Leute, huch, wie rot ich bin. Das war auf jeden Fall der Sonnenaufgang, voll schön. Hallo! Good. Oh! Scheiße! Ja, jetzt ist die höchste Zeit, mir ein iPhone zu holen. Jawohl!